hatte Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich. Ich spürte, wie ich abglitt. Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Hallo, ich heiße Carla Valentin, bin von der New Yorker Polizei. Die Polizei. Sie haben mich. Um zu versuchen zu fliehen. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Das verstecke ich am besten. Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sie möchten mir Fragen stellen? Nun, man kann nie wissen. Dauert nicht lange. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen? Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Dieser Typ ist echt angespannt. Ist wahrscheinlich nervös, weil er verhört wird. Alles in Ordnung, Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was hat er bloß? Meine Fragen scheinen ihn zu stören. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden? Wissen Sie, das ist ein Allerweltsgesicht. Könnte selbst ich sein. Stimmt. Diese Bilder sind oft sehr stereotyp. Hätte mir das Ganze sehr erleichtert, wenn er jemanden erkannt hätte. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Ich glaubte,
Entschuldigung. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Ja, ich, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Komisch. Seine Vorderarme sind verbunden. Warum wohl? Haben Sie etwas an den Armen? Ich habe zu Hause was repariert und hatte einen dummen Unfall. Ich habe wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied. Das ist mein Bruder, Markus. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Sie sehen etwas blass aus. Ist nur eine leichte Erkältung. Er lügt mich an. Das spüre ich genau. Vielleicht ist dieser Typ der Mörder. Zufälle gibt's immer. Mir ist nicht gut. Ich spritz mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Er verhält sich so komisch. Ich werf mal einen Blick in seinen Schreibtisch, bevor er zurückkommt. Da sind sicher Fingerabdrücke drauf. Daran wird sich zeigen, ob er unser Mann ist. Nichts Interessantes. Da steht was auf dem Bild. LKMK Juni 2003. Geht's wieder? Ja, danke. Ich habe keine Fragen mehr und will Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit.
Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht, Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler. Okay, okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Der Börsennotierungsfetzen, der dem Mörder als Lesezeichen diente. Der Shakespeare, der im Lokal unter dem Tisch des Verdächtigen lag. Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Die Liste der Angestellten von Nazer und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? Die Liste der Fahrziele, die die Taxis in der Mordnacht anfuhren. Wenn der Mörder ein Taxi nahm, ist seine Adresse vielleicht darunter.
Nein, das bringt nichts. Herein? Hey, Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber... Ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Lucas Kanes Fingerabdrücke. Eins ist sicher, die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Der Shakespeare, der im Lokal unter dem Tisch des Verdächtigen lag. Laut Lucas Kanes Personalakte hat er einen Bruder namens Markus, M.K. So hat der unterzeichnet, von dem der Mörder das Buch hat. Zwei übereinstimmende Indizien, die zu Lucas Kane führen. Damit ist er der Hauptverdächtige. Aber um ihn festnehmen zu können, brauche ich noch einen zweiten Beweis. Der Börsennotierungsfetzen, der dem Mörder als Lesezeichen diente. Diese Indizien passen nicht zusammen. Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Diese Elemente ergeben zusammen keinen Beweis.
Schauen Sie mal. Kennen Sie den vielleicht? Und ob? Das ist der Typ vom Restaurant. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Lass einfach klingeln, Schatz. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Agatha? Agatha, ich bin's! Lucas! Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich da? Agatha! Und so endet meine Geschichte. Ich glaube, ich war psychisch nicht stark genug, um zu verarbeiten, was mir widerfahren war. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Hey Kevin, ruf den Notarzt. Da liegt jemand am Boden. Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauch nicht lang. Laster nachti clan quentiet rachras castanegli quechn banar. Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen.
Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Okay, da wären wir. Alle in Position. Verstanden. Ich gehe zuerst rein. Du deckst mich. Okay. Scheiße, was ist das denn? Vorsicht, ich check die Türen. Verdammt, der ist erstmal weg. Über die Straße. Was soll ich tun, Carla? Ihn stoppen. Wir kommen. Verstanden. Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich hab's gesehen, als wäre ich dort gewesen. Agatha ist tot. Er verrät mir nun, was hier gespielt wird. Tun Sie die Hände hoch! Verdammt, Polizei. Sie haben mich bereits gefunden. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis absetzen und nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Nein, das lasse ich nicht. Oder ich schieße. Keine Bewegung. Gemacht hat? Da bleibt ihm die Spucke weg. Wir müssen ihn kriegen. Nächstes Mal entkommt er uns nicht.